Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, zurück bei Oriental Empires. Und ja, da sind sie hier, diese Dongyi. Dort haben sie ihre Städte hinter diesen Bergen. Unsere östlichen Nachbarn, die wir als Expansionsziel auserkoren haben. Wir wollen ans Meer, wir wollen die Küste. So, und ich denke, wir sollten es nicht mehr allzu lange hinauszögern und wirklich langsam alle verfügbaren Truppen mobilisieren für diesen Krieg. Und da haben wir nämlich gar nicht so viel zur Verfügung. Aber erstmal schauen wir mal, was jetzt hier unser Fortschritt gebracht hat. Setzlingsumpflanzung. Reiserträge können stark verbessert werden, wenn der Reis 2 bis 3 Wochen lang in einer Gärtnerei wächst, bevor er in das Hauptfeld umgepflanzt wird. Es ist einfach, sich um die kleinen Pflanzen in der Gärtnerei zu kümmern. Nach dem Umpflanzen haben sie gegenüber anderen Pflanzen einen Wachstumsvorteil und es ist möglich, die Pflanzen gleichmäßiger zu verteilen, was wiederum die Erträge erhöht. Sehr schön. Und das bringt nur den erwähnten Nahrungsproduktionsbonus. So, und jetzt ist die Frage, Hochwasserprobleme hatten wir noch nicht, deswegen machen wir das jetzt einfach mal noch nicht. Wollen wir Kasernen oder wollen wir Lehmwall und Straßenbau? Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt mal in Richtung Kasernen. Möglicherweise hilft uns das dann noch im Laufe des Krieges, falls er länger wird als erwartet. Gehen wir mal da auf Nummer sicher. So, dann haben wir Bauernhöfe in Bo und in Yin gebaut. Und jetzt wollten wir, glaube ich, in Yin eigentlich noch ein neues Gebäude bauen. Und da schauen wir mal, was jetzt möglich ist. Ja, ich denke mal, wir machen jetzt mal mit der Gießerei weiter, um hier mal Handelsgüter zu produzieren. Ja, das können wir uns, glaube ich, erlauben. Wir errichten das Gebäude und es dauert 3 Runden. Und ein AO wird immer noch an der Palisade gearbeitet, die auch sehr, sehr wichtig ist. Denn natürlich ist das auch eine Grenzstadt. Das Problem ist, wir werden direkt versuchen, die Hauptstadt anzugreifen, um den ersten Schlag so schwer wie möglich zu machen. Und dann haben wir aber das Problem, dass natürlich hier sowohl die Stadt als auch die neu gegründete möglicherweise hier ungeschützt sind von Angriffen aus dem Süden. Das ist noch so ein Thema. Gut, hier können wir vielleicht was stationieren. Aber hier müssen wir eigentlich auch was stationieren. Also, puiuiui, ich bin fast schon am Überlegen, ob wir diese Einheit lieber einfach doch zurückziehen. Die soll hier hinkommen, die soll AO verteidigen, wenn es soweit ist. Und dann werden wir das so ein bisschen abschätzen. Und zwar, wir werden unsere Haupttruppe mobilisieren in Yin, wenn diese Truppe hier so auf dieser Höhe ist, damit die in etwa gleichzeitig eintreffen. Und dann werden wir den Marsch dort beginnen. Das ist jetzt so der Plan. Und aus Bo brauchen wir wiederum, da können wir nämlich auch schon rekrutieren übrigens, habe ich jetzt gesehen. Die ersten Bauernmilizen können wir hier rekrutieren. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Das machen wir dann natürlich. Okay, also da warten wir jetzt nochmal 3 Runden, bis es dann losgeht. Mal gucken. Oh, wir sehen hier, ach so, das sind die Banditen, die sich da noch zurückgezogen haben vom letzten Kampf. Das kann sein, dass es jetzt zum Kampf kommt, aber das sollte auch für die Adelskrieger eigentlich kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, was für eine Haltung sie da kommen. Das ist eine offensive Haltung. Tatsächlich, es kommt zum Kampf hier unten. 29 gegen 34, aber da sind wirklich unsere super überlegen und es wird eine sehr schnelle Schlacht werden. Ich hoffe, wir haben gar keine Verluste. Das wäre das Beste. Einer ist da ganz schnell nach vorne gestürmt. Und hoffen, dass der überlebt. Nee, der ist gestorben. Es scheint mir so, dass wirklich individuell für die einzelne Figur berechnet wird, ob es eine Flankierung gibt oder nicht. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Also der ist da wirklich todesmutig da reingestürmt. Das muss einen Einfluss haben. Bin mir da ziemlich sicher. Was ich irgendwie cool finde, dass das tatsächlich nicht einfach vorberechnet wird und dann ausgeführt wird, sondern gewissermaßen der chaotische Verlauf, der sich entwickelt aufgrund der parallelen Züge, der wird dann entsprechend berücksichtigt und
ausgewertet. Das finde ich eigentlich ganz gut. Was mich nur wundert, ist, warum die Banditen sich nicht selber bewegen. Das habe ich in den anderen Spielen bisher anders erlebt. So, wir haben wieder eine neue Macht. Die Hannen haben wir entdeckt. Oh, wo sind die denn? Die sind hier im Süden. Eine erste Armee der Hannen. Und das sind auch Ackerbauern, so wie wir meines Wissens. Gucken wir mal, wie diese drauf sind. Keine offiziellen Beziehungen. Achso, es ist auch nur so unklar, dass wir keine Audienz hier... keine Audienz bitten können. Aber ich sehe, hier oben ist ein Ereignis. Hier lebt ein geachteter Staatsmann. Er kann vielleicht mit gutem Rat zur Seite stehen. Das ist gut. Da werden wir hinmarschieren. Mit unserem Anführer. Das könnte hilfreich sein. So, der Schlachtbericht. Gucken wir mal kurz. Oh, wir haben sogar noch mehr als einen verloren. Wir haben vier verloren. Ja, die Axtkämpfer sind halt nicht ganz so gut wie die Leibwächter. Sie sind gut, aber nicht ganz so gut. Gut, ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Die kreuzen sich jetzt. Die Städte haben alle was zu tun. Also können wir weitermachen. In Jin wird das Bronzeding gebaut. Ja. Ich hoffe, Ao hat bald die Palisade. Jetzt haben wir wieder Winter. Und in noch ein Zug und dann machen wir die Rekrutierung. Beziehungsweise im Bo können wir das jetzt schon machen. Da werden wir... ja, die Bauernsperrkämpfer rekrutieren. Und zwar am Osttor. Und dann sollen sie sich hier mal bitte schon zum Sammelpunkt bewegen. Was ist passiert? Was? Krieg? Die Dongyi haben uns den Krieg erklärt. Sie sind uns zuvorgekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Und nicht nur das, sondern auch die Han. Oh nein. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist ja super aggressiv. Oh mein Gott. Hätten wir mit dem mal... Das kann doch nicht wahr sein. Ihre Macht ist stärker. Ach du Schreck. Aber die Han, die können eigentlich nur hier, glaube ich, können sie rüber. Wenn sie von der Seite kommen. Oha. Können wir uns jetzt überhaupt mit voller Kraft auf diese Gegner dort konzentrieren? Das ist die große Frage. Ich meine, wir haben... Das Gute ist, wir haben absolut die finanziellen Ressourcen, um eine Armee auszuheben, so groß wie möglich. So groß, wie sie uns möglich ist. Wir müssen jetzt mal hier gucken... Wo ist er jetzt hier? In zwei Runden haben wir den Siedler. Und wir haben schon zwei Adlige jetzt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die Frage ist einfach, wie teilen wir uns auf? Ne? Das ist die entscheidende Frage. Wo bringen wir welche Einheiten hin? Ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht diese Stadt noch besser sichern müssen. Es wird supermäßig Zeit, dass diese blöde Palisade endlich fertig ist. In einer Runde. Wir müssen da dringend Einheiten hinbringen. Kann AU vielleicht schon rekrutieren? Kann sie noch nicht. Bringen wir die dorthin? Die Stadt können sofort genommen werden, wenn die dort sind. Die sind in zwei Runden dort. Das ist das Problem. Wie schnell sind die dort? Auch in zwei Runden. Okay, dann machen wir das so. Dann werden die Stadt verteidigen. Oder wenn wir hier... Ich meine, wir müssen sie eh ausheben. Machen wir das jetzt mal. Wenn wir jetzt hier Adlige ausheben. Am Südtor. Wie weit kommen wir dann da? Auch zwei Runden. Weil ich würde gerne die ganz erfahrenen Einheiten lieber hier in die Hauptarmee schicken. Das gefällt mir eigentlich besser. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das geht gut. Naja, mal sehen. So, und hier oben, hier müssen wir unbedingt auch jetzt schon ausheben. Achso, das hatten wir ja schon gemacht. Alles klar. Die sind ja schon unterwegs. Denen haben wir ja schon Befehle gegeben, ne? Ja. Gut. In der nächsten Runde, denke ich, werden wir hier den Rest ausheben.
Dann hoffen wir nur, dass nichts auf die Hauptstadt kommt. Aber dafür ist der Weg der Hand zu weit. Wir werden, glaube ich, nachdem wir das Ereignis hier ausgelöst haben, mit unserem Anführer zurück in die Hauptstadt marschieren, um dort eine gewisse Sicherheit noch zu haben und irgendwie reagieren zu können. Vielleicht kann er auch auf dem Weg die Banditen noch schlagen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Also wo haben wir denn hier Armeen des Gegners? Dort und dort. Können wir möglicherweise schon eine erste Schlacht hier führen? Haben die in den Bergen irgendwelche Vorteile? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht können wir ja sogar einen Hinterhalt legen. Wartet mal, das versuchen wir mal. Wir versuchen mal auflauern und gehen hier in den Wald. Und drehen uns da nochmal. Also wenn die jetzt hier Krieg wollen, dann sollen sie Krieg bekommen. Okay, Leute. Bo. Und Bo muss was geschehen. Die Frage ist, wollen wir da irgendwas Militärisches bauen? Oder wollen wir da erstmal, ich glaube, wir gehen erstmal hier weiter auf Wachstum und bauen Felder, was das Zeug hält. Machen wir erstmal, beordern wir erstmal zwei Felder an. Ist noch irgendwas passiert? Ja, der Bauernhof im Bo, der ist nicht so entscheidend. Und dann sollte es eigentlich losgehen können. Ja, mal schauen, was geschieht. Oh! Es kommt hier möglicherweise schon hier zu einem Aufeinandertreffen. Wir bleiben jetzt stehen. Wahrscheinlich, weil wir irgendeinen Hinterhalt... Ja, es kommt hier zur Schlacht. Schlacht im Osten. 60 gegen 20. Aber es sind großartige Leute mit unserem Anführer. Und ja, ich hätte ihn vielleicht mal in die Verteidigungshaltung bringen sollen. Also nicht unser Anführer, sondern der Fraktionsnachfolger. Aber der wird es doch hoffentlich mit diesen Barbaren aufnehmen können. Die sehen auch schon so barbarisch aus, wie ihr seht. Schaut mal, wie sie sich hier bemalt haben. Und jetzt stürmen sie auf sie ein. Ja! So, wehrt euch. Die Moral ist, glaube ich, von denen ein bisschen besser als von den Banditen. Aber ihr seht, wie sie fallen. Und das war's schon. Diese Feigen fliehen. Okay, das war das erste Gefecht hier in diesem Krieg, das wir natürlich gewonnen haben. Hier unten sind sie jetzt bis hier vorgedrungen. Ich glaube, sie brauchen ziemlich lange hier, um über den Fluss zu kommen. Das müsste reichen, dass wir mit der Armee dann rechtzeitig da sind. Und vor allem brauchen wir die Palisade. Und die Frage ist, was machen die Hannen hier im Süden? Kommen sie oder kommen sie nicht? Im Moment sieht es ja nicht so aus. Aber was blöd ist, sie können hier übrigens unsere Felder anzünden und plündern. So kann man übrigens auch eine Belagerung... ja, jetzt sehen wir es, ist auch geschehen. Auch eine Belagerung führen. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt hatte. So, wir haben erstmal das Ereignis hier unseres Anführers. Ein geachteter Staatsmann. Mein Herr, ich habe die Angelegenheit vieler Königreiche erforscht und einige stehen vor denselben Herausforderungen wie Ihres. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Plan zu präsentieren, Ihre Macht zu stärken. Oh, für 229 bekommen wir die Technologie-Signalisierung. Das ist doch das, was uns die Kasernen bringt. Das ist doch großartig. Wir haben diverse Fortschritte, Leute. Kalendersysteme. Die Bewegungen von Sonne und Mond markieren den Verlauf der Zeit. Durch sorgfältiges Studieren kann ein Kalender erstellt werden, der die Zeit in Jahre und Monate unterteilt und bestimmt, wann der Anbau von Pflanzen optimal ist. Die Monate für die Mondphasen sind leider nicht immer gleich, da es 12 und 13 Mondmonate geben kann. Gut, das haben wir erforscht. Wir könnten jetzt die Pferde machen. Das dauert aber 12 und nochmal 20, ehe wir hier irgendwas Sinnvolles... Ach ne, noch nicht mal da haben wir was Sinnvolles. Das dauert ewig, ehe wir dann wirklich den ersten Reiter rekrutieren können. Deswegen gucke ich lieber mal hier. Wärmetheorie. 10% der erlittenen Verluste werden nach der siegreichen Schlacht geheilt. Das ist natürlich cool. Oder höhere Autorität. Aber Autorität ist im Moment kein Problem. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Wärmetheorie. Das wählen wir aus. So, das nächste. Wir haben die Signalisierung durch den Staatsmann bekommen.
Eine Armee ist nutzlos, wenn sie nicht kommandiert werden kann. Der Einsatz von Trommeln und Fahnen zur Signalisierung von Befehlen wird zu einer neuen, noch schneller reagierenden Militärmacht führen. Das heißt, wir können jetzt Kasernen bauen. Die gucken wir uns gleich an. Wir entscheiden... Ach, ich glaube, wir hatten das auch erforscht, ne? Hm. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Lehmwall, um dann die Straßen bauen zu können. Ach so, übrigens, die Pferde brauchen wir doch, um hier Ställe und ein Edikt zu machen, Streitwagen zuzulassen und dann Streitwagen zu rekrutieren. Ja, das spricht schon für die Pferde, aber gut, hier müssen wir eh erstmal, machen wir erstmal den Lehmwall. Gedanken, Yin und Yang. Yang ist das Licht, Yin ist der Schatten. Das eine ist vom anderen abhängig. Yin und Yang sind gegensätzliche, aber auch ergänzende Kräfte, die die Natur durchdringen. Heiß und kalt, Leben und Tod, Feuer und Wasser, Tätigkeit und Untätigkeit, Mann und Frau. Diese Konzepte untermauern den Großteil des chinesischen Denkens. Zu diesen Themen kommen wir dann nochmal in diesen nächsten Staffeln. Wie gesagt, ich will den Teil der historischen Exkurse in der ersten Staffel erstmal ein bisschen kürzer halten. Wir machen jetzt weiter mit dem Schamanismus, um hier auf Priesterkönig zu kommen. So, das wären die Sachen. Dann ist in Bo ein Siedler möglich. Ja, aber vermutlich zeitgleich mit dem in Yin, ne? Aber ich denke, wir machen das trotzdem. Wir werden den rekrutieren. Oh, und auch hier ist jetzt ein Adliger zu rekrutieren. Die Stadt ist groß genug. Wisst ihr was? Der Krieg ist jetzt so wichtig. Den rekrutieren wir und den Siedler auch. Sehr gut. Bringen wir die beide dorthin? Ja, machen wir. Ich hatte hier ja, glaube ich, als Standort für die Stadt das angepeilt. Dann bewegen wir sie dorthin. Okay, das haben wir. In Ao ist jetzt endlich die Holzpalisade gebaut. Sehr gut. Und hier wurden Länder geplündert. Ein Feld ihres Ackerlandes wurde von feindlichen Armeen geplündert und verwüstet. Sie sollten eine Armee mobilisieren. Okay, ja, das ist klar. Das ist natürlich bitter, aber hält die Gegner vielleicht auch ein bisschen auf. Wir gucken uns hier nochmal den Schlachtbericht an. Einer von uns ist nur gestorben gegen 29. Da waren ja die Banditen besser drauf. Ich würde mal sagen, hier bleiben wir dabei, dass wir den Hinterhalt legen und hier noch ein bisschen vorrücken. Ich will jetzt nicht zu weit vorstürmen. Ich will erst auf die anderen Truppen warten. So, die haben hoffentlich alle ihre Befehle. Ja, außer der hier. Genau, der war ja hier beim Staatsmann. Und ich denke, sind die Banditen verschwunden? Na gut, dann können wir uns auf den direkten Weg in die Hauptstadt machen, als kleine Sicherung. Beziehungsweise wir erkunden noch so ein bisschen nebenbei. Kleinen Umweg gehen wir. So, in Yin müssen wir jetzt maximal rekrutieren. Wir werden einmal die adligen Bogenschützen. Jetzt geht es aber ans Osttor rekrutieren. Und wir werden einmal die Bauernmiliz, die Bauernbogenschützen rekrutieren. Und dann zweimal von den Speerkämpfern. So. Sehr gut. Eine ziemlich große Armee steht jetzt hier zur Verfügung. Was ist das nochmal für ein Trupp? Ach, die sollten... Ach, die hatte ich von da oben hin beordert, ne? Ja, ich denke, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir zwei dort haben. Bleiben wir mal dabei. Zur Sicherheit. Und ihr marschiert jetzt hier auch lang. Ich glaube, hier brauche ich noch keine Spezialbefehle geben. Wir gucken sie uns erstmal an. Das sind die Speerkämpfer. Das sind die Bauernbogenschützen und hier sind die adligen Bogenschützen. Ja. Gut. Also, es geht los. Die Armeen sind auf dem Marsch, Leute. Dann werden wir erstmal hier unsere Chang verlassen und das nächste Mal dann den Aufmarsch weitertreiben. Und die Frage ist, AO, das ist so ein bisschen jetzt hier der Krisenherd. Die Stadt ist noch völlig ungeschützt. Da ist keine einzige Armee drin. Können wir hier... Ach, wir sind hier in der Lage, schon eine Bauernmiliz. Das machen wir mal. Zur Sicherheit rekrutieren wir sie. In der Garnison. Und geben ihr auch den Befehl,
hier defensiv zu agieren. Allerdings habe ich gelesen, dass in der Stadt der Defensivbefehl keinen Bonus mehr gibt. Oder keinen Bonus gibt. Das war wohl am Anfang anders, das haben sie jetzt nochmal geändert. Also man kann sich nicht so simpel verschanzen, aber wir wollen ja jetzt nicht hier angreifen. Das passt schon so, wie es ist. Okay, Leute. Und in AO müssen wir dringend hier Felder bewirtschaften. Das machen wir mal hier. So. Das wäre es dann erstmal. Also, es geht hier richtig zur Sache. Es wird spannend. Ich bin sehr froh, dass wir im Norden den Frieden geschlossen haben. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Beim Kampf. Gegen die, wie hießen sie nochmal? Gegen die Dongyi. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.